Ja, und schon geht es los, und zwar nicht erst am 6. Oktober, sondern am 6. September, wie das Bild vorher, das Thumbnail falsch suggeriert hat. Ich habe heute natürlich den ganzen Tag Tickets gebucht, war irgendwie komplett im Oktober, November warm, und als ich das erstellt habe, war es zu spät. Aber danke für die, die es geschrieben haben, ist einigen aufgefallen, also insofern gut, dass ihr dabei wart. Wie vielen anderen natürlich auch aufgefallen ist, die Lufthansa haben ihren Streik abgeblasen. Einige sagen, die Kuh ist vom Eis. Dann geht es weiter. Die Lufthansa hat auch die 787-Ziele revidiert. Heißt also, es geht doch nicht nach Kanada. Wir haben dann noch als Thema, Lufthansa will stärker im Ausland wachsen. Und es gibt eine Betrugsmasche, die man sich anhören sollte, weil da geht es um Lufthansa-Tickets und zwar um Erstattungen in Form von Abfragen, die gar nicht von der Lufthansa sind. Ja, an dieser Stelle, wie immer, ihr wisst ja, kommt normalerweise das Intro, machen wir heute aber nicht, sondern wir machen einfach den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, wenn ihr auf YouTube schaut, macht die Glocke an. Und lasst vor allem ganz, ganz wichtig auch ein Like da und kommentiert. Wenn ihr kommentieren wollt, da wir eine Software eCam benutzen, müsst ihr der Software erstmal eine Freigabe geben, damit wir auch sehen, wer das schreibt oder beziehungsweise ich das schreibe oder sehe, wenn ihr das schreibt oder wenn ich das auf dem Bildschirm schreibe. So. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich auch, wenn ihr den Kanal irgendwie kontaktieren wollt und sagt, nee, ich will vielleicht auf Facebook nicht schreiben, sondern ich will das etwas anonymer machen, dann haben wir natürlich auch eine Möglichkeit über WhatsApp. Die Nummer will ich einblenden, wenn die Maus funktioniert, und sie funktioniert auch. Und da habt ihr dann die WhatsApp-Nummer im Bildschirm. Also da könnt ihr schreiben. Ja, das wichtigste Thema heute war Lufthansa und die Piloten, die streiken wollten. Man hatte ja gestern angedroht, dass man für 2 Tage bei der Lufthansa-Linie streikt und bei der Cargo sogar 3 Tage streikt. Lufthansa hat gesagt, das hat sie beim letzten Mal 32 Millionen Euro gekostet. Das ist natürlich richtig viel Geld. Aber dieser Streik ist abgewendet, das ist auch gut so. Die Lufthansa hat den Vertrag nachgebessert. Und diese Verhandlungen haben halt heute unter Zeitdruck stattgefunden. 10 Uhr hat es angefangen, bis 12 Uhr gab es eine Deadline. Heißt also, die Lufthansa hat gesagt, hey, bis 12 Uhr müssten wir wissen, ob ihr es macht oder nicht, weil sonst müssen wir bei der Crewplanung und überall Bescheid sagen, dass wir den ganzen Plan wieder ausrollen, so wie es letzte Woche war. Wahrscheinlich wären dann auch wieder 800 Flüge ausgefallen und der ganze Kladderadatsch, den wir kennen. Zunächst hat man in Frankfurt vom Konzern nicht gehört, was da passiert ist, außer dass man gesagt hat, unsere Flüge finden in den kommenden Tagen wie geplant statt. Wir freuen uns darüber, dass wir mit der Vereinigung Cockpit in konstruktiven Gesprächen eine Lösung erreichen konnten. Soweit das als Zitat. Und natürlich hat man auch langfristige Themen angreifen können und anpacken können. In der Kerngesellschaft Carsten Spohr hat auch eine Zusage gegeben, dass er gesagt hat, er hat die Piloten ja nicht in der Corona-Zeit im Stich gelassen und er möchte sie auch jetzt nicht im Stich lassen, wenn es um die ganzen Inflationsthemen geht. Die Lufthansa ist auf diese 5.000 Stammpiloten natürlich angewiesen. Der Pilotenmangel in den USA, Lieferschwierigkeiten von Flugzeugen, aber auch das ganze System läuft ja noch nicht rund. Man hat ja bei Lufthansa selber gehört, dass man da ja erst nächstes Jahr damit rechnet, dass alles wieder so läuft, wie es laufen soll. Und wichtig an dieser Stelle ist auch in meinen Augen, dass man sich auch jetzt auf die Zukunft fokussieren kann. Und die Rezession auf dem Heimatmarkt ist für Carsten Spohr natürlich ein Problem und eine Herausforderung. Warum? Ganz einfach, weil natürlich das Produkt selber da ein Problem darstellt, warum, wenn die Leute keine Knete haben, kannst du auch keine Tickets verkaufen. Deshalb ist es halt so, dass die Lufthansa gesagt hat, wie man möchte außerhalb von Deutschland starten und Gas geben. Mit der ITA hatte das ja nicht so ganz geklappt und deshalb will man halt ja andere Märkte für sich erschließen. Und er sagte halt auch, Carsten Spohr,
Deutschland wird härter getroffen werden als andere Märkte in Europa. Da tröstet es schon fast, dass wir inzwischen nur noch ein Drittel unseres Umsatzes in Deutschland erzielen. Daran sieht man halt, wie im Lufthansa-Konzern einfach nur noch weniger Passagiere wichtig sind und an welcher Stelle wir da stehen. Vor allem in den USA, aber auch in Asien verkauft die Lufthansa wesentlich mehr Tickets. Und daran sieht man dann auch natürlich, welche Märkte wichtiger werden für die Lufthansa-Gruppe. Die gedämpfte Nachfrage in Deutschland ist im Sommer 2023 daher gegenüber dem Sommer 2022 in einem Spektrum zwischen 5 und 8% dieses Wachsen. Aber das übersetzt sich in der Flotte auf 40 Cont und 13 Intercont-Flugzeuge mehr. Das ist also eine kleine Airline, sagte Carsten Spohr. In Asien rechnet man vor allem mit Impulsen aus Japan. Man erwartet übrigens auch 2023 keine Öffnung in China, so wie es zumindest vor Covid war. Japan hat ja angekündigt, sich zu öffnen, aber da gibt es ja im Moment in Japan auch so ein Kuriosum in der Form, dass man sagen muss, dass das betreutes Gruppenreisen ist, also nicht jedermanns Sache, aber da will man jetzt auch wahrscheinlich wegkommen. Aber zurück zur Lufthansa. Man hat im Unternehmen einen Ansturm auf Tickets, berichtet Carsten Spohr. Und man ist so stark dem Wunsch verfallen, das Produkt zu erwerben, dass man mit der Produktion nicht hinterherkommt. Ja, klingt so, als ob Carsten Spohr sich abends hinsetzt und Flugzeugsitze bastelt oder aber auch Flugzeuge baut. Dem ist ja nicht so. Also das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Und man muss ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass man auch in der Branche eigentlich eher Angst vor diesem Winter hat, weil man gar nicht weiß, was kommt, was passiert. Und man hat nichtsdestotrotz eine Einstellungsoffensive gestartet. Dazu sei es nötig, bis Ende 2023 20.000 Mitarbeiter zu gewinnen. Und es seien Milliardeninvestitionen in neue Flugzeuge, Ausstattung und IT geplant. Da kann ich nur aus leidvoller Erfahrung sagen, ja, IT braucht Knete und die IT sollte sogar so clever werden, dass man bei der IT auch problemlos umbuchen kann, dass ich nicht immer anrufen muss. Das wäre so eine Sache, die ich mir wünschen würde. Ihr könnt ja unten einfach mal in die Kommentarspalte schreiben, was ihr euch vom Lufthansa-Konzern wünschen würdet, wo ihr sagt, hey, da solltest du die Knete hin tun, Carsten Spohr, das ist das, was wir für uns erwarten. Und man hat ja trotzdem noch einige Unbekannte im Konzern und zwar in Form von Streik. Man hat jetzt den Boden abgewehrt in Deutschland, man hat jetzt auch das Cockpit abgewehrt, aber es gibt natürlich dann auch bei der Lufthansa noch Stress in der Form, dass die Swiss da im Cockpit auch ein Problem hat. Kabine, glaube ich, ist da auch irgendwie nicht ganz so happy im Moment. Aber wir sehen ja an der Inflation, dass da ein Druck ist, dass mehr Gehälter bezahlt werden müssen. Was ja auch richtig ist, dass die Leute davon leben. Was ist eure Meinung, dass ihr trotzdem der Lufthansa-Marke immer noch die Treue haltet und sagt, hey, die sind top? Oder sagt ihr, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf auf die Lufthansa, weil die Lufthansa hat mich zu oft enttäuscht. Ich kann euch an dieser Stelle nur einladen zu einem unserer Stammtische. Ich werde jetzt nicht alle Stammtische aufzählen. Wir haben aber am Samstag München den Stammtisch am Flughafen, nee, in der Stadt, Entschuldigung, in der Stadt. Und wir haben in Frankfurt am Flughafen am 12. diesen Monats, also auch September, den Stammtisch im Hyatt Place ab 18 Uhr. Ich selber bin schon ab Sonntag vor Ort in Frankfurt und da können wir uns dann auch gerne nochmal treffen und Sachen besprechen. Andere Stammtische werden auch veröffentlicht bei der Vereinigung Passagier. Ich blende übrigens jetzt auch mal die Rufnummer wieder aus. Dann ist das auch wieder weg. Also ihr könnt auch da kontaktieren, wenn ihr wollt. Es sind ja auch unten in den Shownotes, wenn ihr die Aufzeichnung kommt, die Kontaktdaten da. Neuigkeiten gibt es auch von der Lufthansa in der Form der 787. Es hieß ja immer, die erste 787, die nicht nur in Deutschland rumfliegt. Ich fliege übrigens am 22. Oktober von Frankfurt nach München. Wer mit mir fliegen möchte, kann dies gerne tun, kann auch dann gerne mit mir in die Hundehütte kommen. Ja, also auf jeden Fall, die 787 fliegt auf Deutschland, auf der Münchenstrecke, zum Beispiel mit der LH106.
Die ist um 13.15 Uhr, dann noch einmal davor, einmal danach. Ich habe die Zeiten jetzt leider nicht ganz im Kopf mit der Papa Alpha. Aber man möchte nicht nach Toronto, nach Kanada fliegen als erstes Interconti-Ziel, sondern Drumroll, Newark. Genau, also man hat sich für Newark entschieden. Das ist also aller Voraussicht nach, der Captain der Maschine, der die rübergeflogen hat, hatte das ja irgendwie schon angeteasert, dass das Ziel nicht ganz so bekannt ist. Und aus dem Lufthansa-Umfeld wurde das halt gesagt. Ich persönlich hätte Toronto cool gefunden. Ich mag Toronto, aber hey, New York ist auch nicht schlecht. Ein bisschen tiefer als Toronto. Auf jeden Fall ist die Maschine brandneu. Ich bin mal gespannt, ob sie neu riechen wird, wenn ich damit fliegen werde mit der Delta Alpha. Bravo, Papa Alpha. Wer mitfliegen will, sagt einfach Bescheid. Jetzt kommen wir zu einer Art Folge, wie hieß die nochmal? Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Das ist so ein bisschen in Richtung von, hatten wir ihn nicht, Schmuddelede genannt, XY ungelöst. Da ist es so, da als die Lufthansa gestreikt hatte, ist es so gewesen, dass halt 800 Flüge ausgefallen sind, 130 Kunden sind betroffen gewesen. Und genau damit kam das Problem zu tragen, dass bei Lufthansa keiner zu erreichen war, selbst wenn man bei der Hornsocker Hotline angerufen hatte, war es so, dass man gar nicht verbunden worden ist. Das heißt also, das war direkt ein Tut-Tut-Tut. Die Leitung konnte nicht connected werden. Was diese Flugausfälle dann mit den Betrügern zu tun hat, ist ganz einfach. Es gibt Betroffene, die haben Folgendes gemacht. Die haben, nachdem sie ihr Ticket ja nicht umbuchen konnten und auch keinen erreicht hatten und da auch ein bisschen Stress hatten, haben sie halt einfach gegoogelt, wie man das so macht, und haben im Internet eine Rufnummer gefunden und sind auf eine Webseite gestoßen, die wie die Lufthansa-Webseite aussah oder aussieht. Und da gab es eine Rufnummer und die Rufnummer ist dann durchgeleitet worden, war eine Festnetznummer aus Hannover, also ich weiß nicht, wer es gemacht hat, und der Mann an der anderen Seite auf der Leitung sagte, dass man seine persönlichen Daten zur Identifikation abgeben müsste. Und ich selber, ich habe ja heute auch mehrfach mit Fluggesellschaften gesprochen, mit der Lufthansa, mit Air Baltic, mit der Finnair, mit der SAS Eurobonus. Und da ist es wirklich so der Fall. Da kriegst du, erst wenn du deinen Falke genannt hast, also diese sechs Buchstaben und Nummerncode, wenn du den sagst, dann fragen die ja, wie ist der Name vom Passagier, wo fliegst du hin, also solche Sachen, um sich zu autorisieren, welche E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Das heißt also, man gibt denen ja erstmal viele Daten ab. Und da war es dann halt so, dass man sich dann sogar noch eine App herunterladen sollte, damit der Kundenservice Zugriff auf das Handy hat. Das ist irgendwie so der klassische Angriff, den ich zum Beispiel sehe, wenn ich im Fernsehen, hätte ich was gesagt, auf YouTube, mir das anschaue, da gibt es ja diese ganzen Callcenter-Agents in Indien und wo auch immer sie sind, wo genau das passiert, wo die Leute halt Zugriff auf den eigenen Computer haben wollen und die haben dann eine fiktive Umbuchungsgebühr in Rechnung gestellt von 250 Euro und eine Dame hatte sogar 700 Euro bezahlt. Also alles merkwürdige Geschichten, deshalb nochmal der Hinweis und das kommt auch von der Lufthansa selber nochmal, dass man nicht irgendwelche Nummern anruft, die man im Internet findet. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, diese Nummern zu finden, aber ihr solltet da einfach mal schauen, inwieweit ihr da dann eine Rufnummer habt, die zum Beispiel auf der Karte hinten steht oder die in eurem Kundenprofil drin steht. Und Lufthansa hat das auf Social Media bekannt gegeben, auf der eigenen Webseite bekannt gegeben, dass da halt wirklich vorgewarnt wird. Das BKA selber sagt natürlich auch, wir arbeiten dran und wichtig ist, was macht die Lufthansa? Die Lufthansa sagt ganz einfach, wir gehen dagegen vor und wir wollen, dass die Rufnummer abgeschaltet wird und vor allem geht man markenrechtlich dagegen vor. Ich hoffe nicht, dass das eine gespoofte Nummer ist oder irgendwas, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht, also ich hoffe, dass man die Leute findet, die da Leute bescheißen und das finde ich persönlich eigentlich nicht gut. Aber daran sieht man auch, was es für ein Problem ist bei der Lufthansa, dass man sie einfach nicht kontaktieren kann. Ich habe heute übrigens auch bei Air Baltic eine lustige Geschichte gehabt und bei Finnair. Da gibt es eine WhatsApp-Nummer. Ja, ich habe einfach auf WhatsApp geschrieben und ich habe innerhalb von einer Dreiviertelstunde eine Antwort bekommen.
Wunderbar, Problem gelöst, Ticket umgebucht, easy peasy, also kein Ding. Das wäre vielleicht mal ein Lösungsvorschlag für die Lufthansa, dass man da die Callcenter vielleicht auch mit so einer WhatsApp-Nummer beglückt, dass man da einfach schreibt, weil dann braucht man nicht warten. Die können dann, wenn sie Leerlauf haben, das bearbeiten. Das wäre eventuell ein Vorschlag von meiner Seite. Wenn ihr Vorschläge habt, ihr wisst ja wie immer, kommentieren. Wir haben heute wieder 15 Minuten, 24, 27, 29 hier verbracht. Ich danke euch, dass ihr heute so zahlreich geschaut habt, dass ihr mich mit eurer Zeit beglückt habt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr euch meldet, zum Stammtisch kommt oder aber auf einmal ja, mich überrascht auf dem Stammtisch mit Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten und ich euch dann helfen kann. Aber ihr wisst ja, wie immer am Ende kommt der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal auf YouTube, macht die Glocke an, lasst ein Like da und ganz, ganz wichtig, immer wieder kommentieren, das ist für den Algorithmus wichtig. Ja, ich mache jetzt für heute wieder Schluss. Wir haben hier in Helsinki, es ist dunkel draußen, nehme mal einen kleinen Schluck Wasser und bin dann wieder für euch morgen in Alter und in Frische da. Also, bis morgen und ich wollte jetzt eigentlich schon wieder meine Fernbedienung suchen, aber das geht heute ja nicht, weil ich einfach live bin. Deshalb klicke ich hier auf den Knopf und sage bis morgen und Frequent Traveler TV nicht vergessen, abonnieren. Ne? Also bis dann, ciao.